Brief, Revit. Revit heißt die, glaube ich. Reef. Reef. Revit. Ich sag das jetzt Revit. Scheiß drauf, Digga. Wir spielen jetzt Wer bin ich? Anna gegen mich? Solange es nicht so endet. Könnt ihr gerne gegeneinander spielen. Kinder haben nach Paragraph 1631 bürgerlichen Gesetzbuch 2 ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Also Anna, lass es. Oder ich ruf die Polizei. Ansage vom Cutter. Und nun zum Spiel. Hey Leute, also, es geht los, ja? Bin ich eine Frau? Die Frage lassen wir offen. Bin ich berühmt? Würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde schon sagen berühmt, ja. Bin ich auf Social Media vertreten? Ja, letztlich. Bin ich ein Mann? Tiefischer Hase, lange schmale Nase. Für mich schon, ja. Bruder, habe ich Strumpfhose an oder was? So ein großer Zettel für Anna. Bin ich? Kennt man mich aus einem Märchen? Definitiv. Ja! Okay, also ich bin. Ja. Ich bin eine Frau, ich bin berühmt, ich bin aber nicht auf Social Media vertreten. Ja. Wie kann man berühmt sein und nicht auf Social Media sein? Das ist natürlich immer so die Frage. Es geht. Ja, wahrscheinlich bin ich so. Sie denkt, sie ist berühmt. Ja, du meinst, das kann man schon sagen. Auch so dreckig zu lachen. Vor allem auch schon Social Media. Ich bin eigentlich sehr intelligent, Anna. Alter, wie kann man so eine Lache haben? Scheiße, einfach voll fertig. Hör auf, Chat zu lesen! Doch! Nein! Frag jetzt! Okay, also, ich bin berühmt, hab keine Ahnung. Bin ich eine Schauspielerin? Also, ursprünglich nein. Bin ich eine echte Person? Ja. Ja. Habe meine Oma nochmal gefragt und sie sagt ja. Ja. Digga, wie ich bin Conchita Wurst. Weil du hast gesagt, du weißt nicht, ob es ein Mann ist. Da habe ich erstmal an Conchita Wurst gedacht. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich sitze hier gerade im Schnitt und habe auch gedacht, dass du das gedacht hast. Hahaha. Bin ich auf Social Media bekannt? Schon ein bisschen. Nein. Lüge. Lüge. Woher soll ich die Person kennen? Aus dem Märchen, du Trottel. Gibt's überhaupt? Ja. Bin ich schon gestorben? Leute, die Frage ist schwierig. Ich würde sagen nein. Nein. Ich lebe noch. Ja, kann man, weiß man nicht. Du stellst die falschen Fragen. Bin ich fiktiv? Ja. Ah, okay. Warum? Okay. Schwierig. Bin ich Barbie? Nee. Schade. Sie denkt, sie ist Barbie. Also ich bin eine echte Person, ich bin Mann. Teilweise ein Mann. mich kennt man also, nicht von Social Media. Du bist ein Mann. Okay. Mich kennt man nicht von Social Media. Nein. Doch. Aus dem Fernsehen? Es gibt mittlerweile Filme drüber, ja. Ja. Es gibt Filme über mich. Jesus hat eine Nachricht an euch da draußen.
Schaut in der Videobeschreibung bei meinem Cutter vorbei. Erster Link. Mittlerweile. Wasted. Bin ich Amerikaner? Schwierig. Wie? Weiß nicht, wo er geboren ist, oder? Sag mal so, ja. Okay. Bin ich Schauspieler? Ha, warte mal, ich hab Nein gesagt, ich komm dran, oder? Fast ausgedrängt. Ey, voll schwer, ja? Ich sag euch, wie es ist, voll schwer. Also, bin ich eine Zeichentrickfigur? Also, streng genommen ist es kein Zeichentrick. Ich würde sagen, es ist kein Zeichentrick, oder? Naja, schon eigentlich. Also ich bin eine echte Person, gell? In diesem Buch bist du eine echte Person. Ja. Lebt meine Person noch? Nein. Anna, hättest du das Buch gelesen, wüsstest du, dass er an Ostern auferstanden ist und in uns allen weiterlebt. Mensch. Bruder. Ah, okay, ich weiß was. Aha. Ja, jetzt du? Bin ich in einem Märchen? Ja. Oh, okay. Impossible, oder? Märchen. Dann gibt auch viel Sinn, oder? Bin ich Schneewittchen? Ja. Echt? Ja. Ja, ist richtig. Digga, Schneewittchen hat schwarze Haare! Ich kenne sie nicht persönlich und ist schon tot. Ist es ein Präsident? Definitiv. Ja, Martin Luther und Martin Luther King sind ja zwei verschiedene Menschen. Mm-mm. Bin ich Priester? Nein. Bin ich Gott? Nee. Oder ich weiß nicht, was... Jesus! Ja! Jesus motherfucking Christman! Oh mein Gott, wer schreibt denn Jesus auf diese Karte? Lies mal, was er schreibt. Ja, moin Lenno und Anna, ihr seid die Besten. Mega sympathisch, macht weiter so.